Herzlich willkommen. Heute würde ich euch was erzählen über Langstromkabel. Das erste, was man sich natürlich fragt, gibt es einen DIN dafür? Welche Dimensionierung bzw. welche Adapter gibt es und welche Sicherungen sind notwendig? Ja, komme ich gleich zum ersten Thema. Gibt es eine Norm? Ja, es gibt eine Norm, die gibt es auch schon länger. Wurde im Oktober 2019 überarbeitet bzw. ist neu in Kraft getreten mit der Übergangsfrist bis zum 17.12.2021. In dieser Norm ist ganz klar geregelt, dass wir alle elektrischen Betriebsmittel, Verbindungskabel oder Kabel für Motorkarawan und für Karawan dementsprechend dimensionieren müssen. Was heißt denn das? Naja, die DIN-VDE schreibt vor, welcher Typ Kabel es sein muss. Und das ist relativ einfach, das ist H07RN-F. Das ist der Typ oder gleichwertig. Und eine durchgehende Maximallänge von 25 Meter haben darf. Das heißt, es darf nicht gesplittet werden, das Kabel. Es darf nicht mal 10 Meter und 15 Meter oder 20 Meter und 5 Meter zusammengesteckt werden. Dieses ist laut DIN-VDE nicht zulässig einfach. Ganz einfach. Ja, denn jetzt haben wir den Typ und die Länge. Als nächstes, was könnte denn noch an so einem Kabel wichtig sein? Der Querschnitt vielleicht. Ja, der Querschnitt ist natürlich auch auszulegen anhand des Bemessungsstroms. Bemessungsstrom kann man auch Nennstrom nennen heutzutage. Der Nennstrom ist für gewöhnlich beim Wohnmobil oder auch beim Wohnwagen bei 16 Ampere. Wechselstrom. Wir reden nur vom Wechselstrom. Gleichstrom ist wieder etwas anders. Da kann durchaus mehr passieren. Aber beim Wechselstrom gehen wir davon aus, dass wir 16 Ampere-Stunden haben. Das heißt, wir haben jetzt den Bemessungsstrom und da sagt die DIN-VDE ganz klar aus, du brauchst ein Kabel, was 2,5 Quadratmillimeter ist. Das heißt, in diesem Kabel hier, was ich hier habe, ist ganz einfach. Dieses hat ein 3 Adern, die A 2,5 Quadratmillimeter sind. Das hier ist jetzt auch ein spezielles Kabel, da komme ich aber gleich noch zu. Ja, also wir haben drei Anforderungen an das Kabel. Das ist einmal der Typ, die Länge und der Querschnitt. Und damit ist das Kabel eindeutig definiert. Ja, haben wir am Wohnmobil bzw. Wohnwagen spezielle Stecker? Ja, auch das ist in einer DIN geregelt bzw. in einer DIN EN. Und die DIN EN ist die 60309-1-2. Da drin ist ganz klar geregelt, wie dieser Stecker hier aussehen muss. Dieser Stecker sieht deswegen so aus, weil er auch spritzwassergeschützt sein muss, weil man davon ausgeht, dass diese Stecker im Freien verwendet werden, was ja auch nun mal der Fall ist. Für gewöhnlich stehen wir mit unserem Wohnmobil nicht in der Halle, sondern stehen raus im Freien. Ja, der Spritzwasser geschützt, also somit ist dieser nach DIN. Und der hat auch immer die gleiche Form. Und was so Besonderes noch an den Stecker ist, ist ganz einfach, der hat hier so einen Schnibbel, sag ich mal, oder so eine Nase. Damit ist der verdrehsicher einzusetzen. Ja, gibt es spezielle Adapter oder ja. Gibt es, klar, logisch. Weil, wenn man mal sich jetzt mal ganz kurz zur Form führt, haben wir eine DIN-VDE. Und die DIN-VDE sagt aus, dass wir uns in Deutschland bewegen. Das heißt, DIN ist die deutsche Industrienorm. Und VDE heißt Verein Deutscher Elektriker. Das sind so ein Verein, die haben sich zusammengeschlossen und haben diese Sachen festgelegt. Und jetzt kommen wir zu dem Dings hier nochmal, zu der Kupplung bzw. der Stecker. Das ist eine DIN-EN. Was heißt DIN? DIN haben wir ja schon mal gerade besprochen. Das ist die deutsche Industrienorm und EN ist die europäische Norm. Das heißt, wenn wir im Ausland uns bewegen und haben tatsächlich an unserer Ladesäule so einen Stecker oder so eine Kupplung, dann können wir unser Kabel ganz einfach verwenden. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir heutzutage das nicht haben. Ja, oder sehr selten haben. Dafür gibt es denn diese sogenannten Adapter. Da habe ich einmal die Kupplung, die CE, die an mein Wohnmobil reinpasst. Beziehungsweise meine Kabeltrommel und einmal ein Schuko-Stecker, so dass ich meine Kabeltrommel verwenden kann. Ja, also, und das gibt es einmal mit Kupplung CE und einmal auf der anderen Seite mit Schuko-Stecker. Und dann gibt es noch die zweite Variante, CE-Stecker
Ja, hier sieht man es auch mit einer Schuko-Kupplung bzw. Dose, kann man auch sagen, wie man immer so schön im Neudeutschen sagt. An meiner Kabeltrommel, die ist gar nicht so einfach, habe ich beides. Da habe ich einmal den Stecker und auch die Kupplung. Ja. Ja, das war jetzt erstmal über Stecker und Kupplungen, was man so erzählen kann. Und auch über das Kabel. Aber jetzt haben wir das Ganze, jetzt haben wir unsere Kabeltrommel angeschlossen an der Ladesäule. Wir haben und schließen unsere Kabel auch am Wohnmobil an. Im Wohnmobil selber oder im Wohnwagen selber gibt es zwei Schutzeinrichtungen noch. Das ist einmal der FI, der Federstromschutzschalter, auch heutzutage RCD-Schalter genannt. Dieser ist notwendig, um den Stromkreis komplett abzuschalten in einem Federfall. Und dieser FI-Schalter sichert auch euer Leben. Das heißt, was macht der? Der ist ganz einfach. Der schickt Strom, fließt den Strom rein ins Wohnmobil und der gleiche Strom sollte auch aus dem Wohnmobil wieder rausfließen. Ist der aber unterschiedlich und zwar größer 30 Milliampere, dann löst diese Sicherung aus und der ganze Stromkreis ist abgeschaltet. Dadurch seid ihr mit eurem Leben auch gesichert. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn ein Fehler mit im System vorliegt, ist sofort alles dunkel. Die nächste Schutzart, die dahinter kommt, ist die Leistungslastsicherung, auch LS genannt, also kurz LS. Diese ist wirklich nur dafür da, wenn Überlast auf der Leitung sich befindet, beziehungsweise ein Kurzschluss. Ja, das ist erstmal, was es diese zwei Sicherungen gibt. Zu dem Landstromkabel selber habe ich euch die Anforderungen erzählt, zu den Stecker habe ich euch die Anforderungen erzählt und auch jetzt zu den Sicherungen habe ich euch die Anforderungen erzählt. Und beide Sicherungen sind natürlich mit 16 Ampere ausgelegt. Also, was ich natürlich reinschicke oder beziehungsweise aus dem Netz ziehe. Jetzt ist es so, wir haben das alles gekauft, wie sich das gehört. Alle Produkte, die ich gerade vorgestellt habe, habe ich selber bezahlt. Die sind nicht gesponsert worden von irgendjemandem. Jetzt kommen wir aber nochmal zu meiner Empfehlung ganz einfach. Also ich mache einmal, ich gucke mir jetzt mal das Kabel vorher an, bevor ich es benutze, um einfach sicher zu sein, dass es nicht kaputt ist. Und zwar mache ich das rein, das ist eine rein optische Sichtprüfung erstmal, die ich mache. Das mache ich beim Adapter, wenn ich ihn verwende. Und natürlich bei der Kabeltrommel, wenn ich es auch verwende. Bei der Kabeltrommel sollte man noch eins dazu sagen, wenn man so eine hat hier, so wie ich sie hier habe, immer am besten abrollen. Weil diese Kabeltrommel, wenn sie aufgerollt bleibt, wirkt sie wie eine Spule. Und dadurch kann natürlich die thermische Sicherung, die hier drin ist, die ist nochmal hier, die kann dann einfach auslösen. Ne? Wenn das nicht abgerollt ist. Muss nicht auslösen, kann aber auslösen im schlimmsten Fall. Und dann steht halt euer Wohnmobil ohne Strom da, beziehungsweise euer Wohnwagen. Ich habe es so, handhabe es so. Ich prüfe mindestens einmal jährlich die komplette Kabeltrommel, einmal nicht nur auf Sichtprüfung, sondern ich habe die Möglichkeit in der Firma bei uns, die nach DGUV A3 prüfen zu lassen. Da werden dann Isolationswiderstand und Erdungswiderstand und was nicht alle noch dran gemessen. Da kennen sich Elektriker besser mit aus. Ich bin kein Elektriker, ich bin Maschinenbauer, davon abgesehen. Ja, wie gesagt, ich überprüfe die Adapter immer wieder und auch natürlich die Kabeltrommel. Und das geht um eure Sicherheit letztendlich. Und warum, ich komme jetzt nochmal ganz kurz auf das Thema DIN VDE zurück. Warum hat man das gemacht mit der DIN VDE? Naja, in einigen Versicherungspolicen steht es mittlerweile drin, dass nur Betriebsmittel verwendet werden dürfen, die nach DIN VDE ausgelegt sind. Ja. Das heißt, wenn ich eine Kabeltrommel benutze, die nicht der DIN VDE entspricht, kann es sein, dass die Versicherung sagt, nein, wir zahlen nicht, weil diese Kabeltrommel ist nicht ordnungsgemäß ausgeführt, so wie es in der Vorschrift bzw. in der Richtlinie drin steht. Ja, das war das, was ich euch über Landstromkabel erzählen wollte. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like oder auch ein Abo natürlich. Und ganz wichtig, ich packe euch noch so eine kurze Information in der Beschreibung rein.
Ist 4 Seiten lang, geht über Ladesäulen und Karawans, wie die vereinzelten DIN-VDE bzw. die einzelnen Punkte da drin. Wenn man sich die richtige DIN-VDE anschaut, die ist, glaube ich, 60 oder 70 Seiten lang, sowas in Dreh rum. Habe ich mir auch nicht angetan, weil wozu? Ne? Also wird dann alles sehr, sehr, sehr viel genauer erklärt und man muss nicht alles bis ins kleinste Detail erklärt haben. Für uns als Anwender, wie wir es gerne auf dem Wohnmobilplatz oder auf dem Stellplatz oder wie auch immer nutzen wollen, reicht, dass wir die Anforderungen an das Kabel wissen. Das wisst ihr jetzt in dem Sinne. Die Anforderungen an den Stecker, das wisst ihr auch jetzt. Und auch die Anforderungen an die Schutzsysteme sind. Das ist eigentlich das, was für euch wichtig ist. Wobei die Anforderungen an die Schutzsysteme muss eigentlich auch der Hersteller wissen, weil der hat die schon eingebaut. Das nur, wenn ihr selber mal ausbauen wollt, müsst ihr natürlich auf diese Sache auch drauf achten. Oder wenn ihr so austauschen müsst, weil sie kaputt gegangen sind. Das kann durchaus passieren, dass sowas auch mal kaputt geht. Naja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, bleibt gesund und ich wünsche euch eine schöne Woche.